So, da sind wir wieder bei einem Let's Play. Nämlich Shovel Knight. Ein kleines Indie-Spiel, was von Yacht Club Games ist, wie man schön unten lesen kann. Ich hab's schon mal privat, wie man hier sehen könnte, halb durchgespielt. Das tut aber nichts zur Sache, dass es dennoch ein sehr gutes Spiel ist und ich sehr viel Spaß dran habe. Noch, ich hab's noch nicht durchgespielt. Ich habe erst, keine Ahnung, 3 Stunden Spielzeit steht ja sogar da. Und mein Englisch ist wie eh und je immer noch recht grottig. Und wir stellen auch gleich ein neues Abenteuer und nennen uns statt Zombie einfach Zimbel. So kreativ wie ich bin. Nicht Let's Play, das wäre ja dumm. Ja, mein Englisch ist recht grottig und jegliche Kommentare, die negativ darauf hinweisen, werden natürlich nicht unbedingt gerne gesehen. Ich weiß, dass mein Englisch in manchen Aussprachen oder in manchen Hinsichten kacke sind, aber es ist halt doch mal so, ne? Ich werde trotzdem die Texte versuchen, so gut es geht, vorzulesen. Vielleicht werde ich denen auch verschiedene Stimmen geben, aber es gibt so viele Charaktere in diesem Spiel. Vielleicht werde ich auch einfach nur alles vorlesen, weil ich so nett bin. Übersetzen werde ich es, glaube ich, nicht, weil sonst würde ich grammatikalische Fehler des überaus alles Möglichen reinmachen und das wollen wir nicht. So, Justice Profile, yes. Ich habe übrigens beim ersten Mal spielen das Intro übersprungen, weil ich nur spielen wollte. Deswegen weiß ich nicht, worum es geht. Außer, dass das Rechte scheinbar seine Freundin ist. Long ago, the lands were untamed and roamed by legendary adventurers. Ja. Of all heroes, none shone brighter than Shovel Knight and Shield Knight. But their travels together ended at the Tower of Fate, when a cursed amulet wrought a terrible magic. When Shovel Knight awoke, the tower was sealed, and Shield Knight was gone. Oh nein! His spirit broken, a grieving Shovel Knight went into a life of solitude. But without champions, the land was seized by a vile power, the Enchantress and her order of no quarter. Oh nein, böse Menschen. Now the tower is unsealed and devastating looms. A new adventure is about to begin. Ich hoffe, ich übersteuere übrigens nicht, weil ich mein Mikro ein bisschen lauter gestellt habe, weil ich zwischendrin ja dazu neige, leiser zu werden. Und die Musik recht laut ist, aber absichtlich. So, da sind wir auch schon im Spiel. Und recht simpel gehalten, wir haben eine Schaufel. Es ist wirklich eine Mischung aus Mega Man und DuckTales. Würde ich mal spontan sagen, mit Super Mario gemischt und irgendwie so ziemlich viele Retro-Spiele gleichzeitig zusammengeworfen. Das Spiel wurde über Kickstarter finanziert und ich war sogar ein Backer davon, weil ich das Spiel schon damals vom ersten Blick ziemlich cool fand. Und die Musik ist so toll. Ich sage selten bei Spielen, dass die Musik toll ist, weil Spelunky fand ich sie auch ganz angenehm und cool und sowas, aber zum Beispiel, als Beispiel genannt, aber die ist echt grandios. Eigentlich hat das Spiel ziemlich viele Elemente, die sehr grandios gehalten sind. Es wird auch später natürlich noch ein bisschen schwerer, als nur Käfer zu töten. Da müsst ihr keine Sorge haben. Aber den Anfang kenne ich natürlich schon recht gut. Beziehungsweise bin ich zum ersten Mal... nicht zum ersten Mal hierbei. Die kann man später zerbrechen, wenn man extra Geld möchte. Das werde ich im Spiel nicht machen, weil ich das Let's Play nicht unbedingt unnötig in die Länge ziehen möchte. Und ich auch so genügend Geld bekomme eigentlich. Wenn man nicht stirbt, kriegt man echt... massenweise Geld. Geld ist wichtig, da kann man sich Upgrades kaufen, mehr Leben, mehr Mana, mehr alles. Fähigkeiten kann man auch von dem Geld kaufen. Und das, guck mal, ein Drachi, oh! Na? Die Schaufel ist eigentlich ziemlich OP, muss ich sagen. Weil dieses Rumgehüpfe, wir sind einfach unverwundbar, können auf den rumhüpfen und er kann uns einfach... Er kann uns nix. Wir machen ihn einfach kaputt. Und da ist ein feindlicher Ritter, ne? Einfach weggeschaufelt. Ich weiß nicht genau, wie viele Gegner es gibt und... wie das Ende natürlich aussieht, weil ich noch nicht ganz fertig war. Aber es gibt sehr viele versteckte Sachen in jedem Level, weil man einfach solche Wände aufbrechen kann. Das war jetzt natürlich absichtlich da, dass man die Spielelemente kennenlernt durchs Spielen, ohne ein schriftliches Tutorial gespielt zu haben. Da bin ich auch beim ersten Mal reingelaufen. Ist aber auch unfair, versteckt dieser komische Schleim. Womit ich am wenigsten Probleme in dem Spiel habe, sind die Bosse. Sage ich jetzt noch und gleich sterbe ich bestimmt wieder 100 Mal. Und hier sehen wir zum Beispiel an dieser angesprochenen Geheimgänge, wo ein Schriftblatt versteckt ist, mit einer Note drauf. Was hat diese mächtige Schriftrolle zu bedeuten? Ich weiß es. Man kann später in der Stadt alle Musikblätter abgeben und kriegt dann dafür Lieder freigeschalten, so gesehen. Man kann also alle Lieder aus dem Spiel sammeln und in der Stadt sich auch anhören.
Finde ich eigentlich auch eine sehr coole Sache mittlerweile. Besonders wenn dieser Soundtrack eben so krass ist wie in dem Spiel. Zack, zack. Alles muss sterben. Dich, kleinen fetten Drachi, möchten wir missbrauchen. So leid es mir tut. Aber da oben ist ein Edelstein. Danach können wir dich aber gerne töten. So, da ist auch noch was versteckt. An diesen Silberplatten, da sind immer Hähnchen drin. Oder meistens, also meistens Hähnchen drin. Die heilen dann komplett voll, falls man Schaden hat. Was wir natürlich haben. Und sind auch meistens vor den Bossräumen versteckt. Kurz bevor man vom Boss ist. Da ist ein Hähnchen. Castlevania-Anspielung zum Beispiel. Also es hat irgendwie von allen Spielen irgendwas. So. Und mit unseren ersten 2000 Gold sind wir jetzt schon beim zweiten Checkpoint. Das ist doch schon mal schön. Ich wollte schon sagen beim ersten Boss, aber ich weiß nicht genau, wann der kommt. So genau habe ich mir die erste Stage nicht gemerkt, weil ich da nicht so oft gestorben bin. Bin ich überhaupt gestorben in der ersten Stage? Ich weiß es gar nicht. So. Ich weiß gar nicht. Jetzt ist es zum Beispiel so. Ich denke mal einfach, oben rechts ist der Geheimgang, weil da nichts drauf hinweist. Außer diese eine Münze. Ja, wird wahrscheinlich der Geheimgang sein. Die Geheimgänge sind dann meistens immer so ein bisschen extra schwer gehalten. Ich glaube, das habe ich sogar beim ersten Mal spielen nicht geholt, weil ich nicht sicher war, wo ich lang musste. Weil die Geheimgänge für mich zu offensichtlich waren. Tja, man kann es nicht jedem recht machen. So, dann hüpfen wir einfach über den Drache hier. Zack, zack. Und da hoch. Dann schlagen wir die Wand noch auf. Ich weiß, ich habe einen halben Satz vergessen. Warte. Oh. Du hast mich, glaube ich, beim ersten Mal getroffen. Ha, dieses Mal nicht. Oh nein, wir haben einen Schatz liegen lassen. Das fände ich auch cool. Hier sieht man zum Beispiel, dass da eine Truhe ist und denkt sich, hö? Dann ist die Wand auf einmal aufschlagbar. Und da ist schon wieder so einer drin. Der mich natürlich diesmal auch trifft. Habe ich aber auch verdient. Aber dafür kriegen wir auch eine Karotte und heilen uns wieder voll. Sehr schön. So, Schatzruhen können wir auch einfach öffnen und kriegen ein paar Schätze. Geld ist also auf jeden Fall recht wichtig. Und immer wenn man stirbt, verliert man drei so Geldbeutel. Die dann einfach in der Gegend rumliegen. Aber das ist auch kein Problem, weil kann man sich auch wiederholen. Ist so eine Art Dark Souls-Prinzip eigentlich. Hier bin ich oft gestorben, das weiß ich noch. Ja, ich erinnere mich. Die Stelle habe ich sehr oft hintereinander gespielt. Woran es lag, ich weiß es nicht. Ich warte auf jeden Fall nochmal auf die Plattform. Hier bin ich beim ersten Mal spielen sehr oft gestorben. 3-4 Mal hintereinander. Ich glaube, hier... Das war schon die Stelle. Nee. Hier bin ich auch öfter vorbeigelaufen. Den habe ich dann sogar nicht mehr getötet später. Weil wenn der an der falschen Stelle steht, fällt man einfach da in die Schlucht runter. Aber dieses Mal nehmen wir ihn mit. Weil ich weiß, dass Geld wert ist. Hier bin ich gestorben, das weiß ich. Weil der einen runterschlägt. Meistens, weil der auch einen zurückschlägt, wenn ich ihn schlage. Aber ich da diesmal weiß, habe ich einfach gewartet, dass er sich selber umbringt. So nett bin ich. So. Ah, man kann das Springen mit einem Schlag unterbrechen. Da war ich mir nicht mal mehr sicher, ob das geht. Jetzt weiß ich's. Ich habe sonst immer eine Fähigkeit benutzt, die Mana verbraucht hat, um das zu unterbrechen. Meine Lieblingsfähigkeit überhaupt. Übrigens, die kriegen wir später in der zweiten oder dritten Welt. Die ist auch ziemlich OP. Aber ich missbrauche sie einfach. Weil, naja, wofür wollen wir denn sterben? Wir sind ein kleiner Ritter mit Schaufel. Wer übrigens meinen Spielstil überhaupt nicht mag oder meint, dass ich zu schlecht spiele, kann gerne bei Herr DK gucken. Der wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen krasser noch durchspielen als ich. Und hat auch schon vor mir angefangen, deswegen ist er auch schon wahrscheinlich ein paar Welten weiter. Also wenn noch mehr gucken möchte als meine erste Folge hier. So, gehen wir mal darüber zurück. Hier bin ich auch oft gestorben, da links. Beim ersten Mal spielen. Damals, als ich noch schlecht war. So, kommt hier schon der erste Boss? Nein. Aber gleich, na jetzt, hier. Das ist, genau, und hier ist wieder ein verstecktes Hähnchen bestimmt drunter. Genau. Wie gesagt, vor jedem Boss war immer sowas. Ich habe übrigens mit dem ersten Boss meine größten Probleme. Weil es auch ein Schaufelritter ist. Der schwarze Schaufelritter aber. I knew you'd show your face sooner or later. The Kerulean Coward. Du weißt nicht, Kerulean? Ich kenne das Wort nicht. Turn back, Shovel Knight. There's nothing here for you anymore. Stand aside, Black Knight. I have no quarrel with you. I must return to the Tower of Fate. Your time away has dulled your senses. Can't you see? This entire valley has been conquered by the Enchantress. And her invincible knights of the Order of No Quarters stand between you and the tower. But none of that matters because anyone after the Enchantress has
has to go through me. Steal my shovel! Und dann lacht er. So. Und da ich ihn schon zweimal im normalen Spiel bekämpft habe, weiß ich mittlerweile besser, dass ich einfach nur zuerst schaufeln müsse. Und wenn er einen Feuerball schießt, kann ich den sogar zurückschaufeln. 2, 3, 4. Der macht diesen Angriff viermal. Ich schaufel ihn einfach in der Ecke. So. Ja, ich stelle mich ein bisschen besser an als beim ersten Mal spielen. Und Kamehameha. Ich mag die Todesbildschirme, wo sie in Zeitlupe immer so tot sterben. Ja, beim letzten Mal bin ich, glaube ich, beim ersten Versuch sogar bei ihm gestorben. Geht sogar auch schon besser. Ich bin auch relativ froh darüber, dass ich es übrigens schon halb durchgespielt habe, sonst würde ich, glaube ich, mich nicht blind an dieses Spiel dran trauen. Nach jeder erfolgreichen Mission sitzt man ganz gechillt am Lagerfeuer. Und wartet und schläft die Nacht durch und hat einen Traum, wie man die Shield Knight Frau da retten muss. Die fällt dann vom Himmel runter. Normalerweise spawnen dabei auch Gegner. Ich weiß noch nicht, wann dieses Event ausgelöst wird. Die kriegen wir natürlich locker. Aber ich hatte erst irgendwie alle 3, 4 Gegner-Ebenen. Oder immer bevor ich in ein neues Gebiet kam. Kann also sein, dass es dadurch ausgelöst wird. Das Lagerfeuer kann man übrigens ausschaufeln. Weil der Special Trick. So, Plains clear. Und hier ist das erste Dorf. Womit wir uns auch beschäftigen werden. Halt! No weapons. We have enough to worry about lately without everyone swinging swords around. Oh, haha. That's no weapon. Just a shovel. You may enter then. And don't forget. Press up to talk to everyone. Hallo, Pferdefrau. You meet that old witch down the juice bar? I think she tells fortunes, but she won't talk to me. Tja, hast du Pech gehabt. Ich würde auch nicht mit dem Pferd reden. So, das ist der Pilzritter. Oder einfach nur Bart. Sieht aber aus wie ein Pilz. Hail Traveler, I'm but a simple bard, but I have a big problem. I've lost all my music sheets, but entire repertoire lies scattered across the land. If you ever find a musical sheet, return it to me and I shall reward you handsomely. Wow, you have 2 my music sheets. Magnificent. Take 500 gold for each. Yes. Wonderful. Bla 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 bla. Genau, und jetzt kann man mit denen immer reden und dann kann man die Lieder auswählen, die man gefunden hat. Zum Beispiel die erste Bosskampfmusik ist hier bestimmt irgendwo. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Kann auch weiter hinten liegen. Ist alles immer recht dunkel. Genau, und der spielt jetzt auch die ganze Zeit weiter. Wenn man möchte. So. Hier sind wir in der Aufwertungsstation. Hier kann man Leben erweitern und Mana schön farblich markiert. Und bei diesem Ziegenbot kann man diese Mealkarten kaufen. Für 1000 für erste. Wir nehmen wahrscheinlich auch noch eine zweite. 4500. Schauen wir mal. Erstmal hier einmal auf. A meal ticket. Hand it to me. I'll get to work on my best recipe. Rezept? Das ist keine Ahnung, wie man Rezept auf Englisch ausspricht. I'll dazzle your plate in no time or less. So. Bon appetit and no pardon de mess. Okay. Wir kochen dann einfach vor sich hin. Jetzt habe ich da voll die crazy Musik angemacht, aber egal. So, kann man dann aufschaufeln. Oh, ein Steak. Und jetzt haben wir einen Lebenspunkt mehr. Genauso hier bei der. Bei der kann man, glaube ich, erst irgendwie nach ein paar Missionen was kaufen. Ich weiß nicht warum, weil die meinten, man muss irgendwelche Relikte finden. Hier gibt es noch 4 Frauen. Die hier ist die einzige, die ich gerade ansprechen möchte. Uhu, the Spectre Knight. If someone could defeat him, I would bestow upon my greatest treasure. Ja, von der bekommen wir einen großen Schatz, wenn wir den Spectre Knight besiegt haben. Und dieser nette Herr hier verkauft Items. Psst, hey, Blue Guy. You wouldn't believe the merchandise I've got for you today. Why not have a look? Der verkauft die Angel, die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Diese grünen Orb, den kaufen wir uns nicht, weil ich die noch nie verwendet habe. Cast into a pit and wait for a bite. Keep an eye out for sparkling fishing spots. So, und von diesem netten Herr möchten wir eine Vase kaufen für den Trupel King. Das ist eine Mischung aus Trout and Apple, also Trupel King wahrscheinlich, richtig ausgesprochen. Dann nehmen wir mal einen mit.
Den können wir nämlich per Angeln bekommen. Und scheinbar sind es Heiltränke. Habe ich aber noch nie geschafft im Spiel, deswegen weiß ich nicht. Ich nehme einfach an, es sind Heiltränke. Vielleicht ist es auch was anderes. Wir werden es herausfinden, früher oder später. So, diese Hexe erzählt einem, wie die Stats sind. Der König sagt, dass man den King Knight besiegen soll. Und die Dame sagt, glaube ich, sagt nur willkommen. Wenn man dies kurz erklärt hat. Ach ja, und da unten links die Wand kann man aufbrechen, da ist ein Minispiel. So, dann haben wir euch alle abgeklärt. Dann das kleine Kind spielt nur mit dem Reifen, den kann man noch sagen. Der fragt, ob man der echte Schaufelritter ist. Dann, wenn man es beweisen soll, soll man die Erde aufschlagen. Und dann freut er sich. Wow, incredible, you really are Shovel Knight. So, dann können wir hier noch warten, bis diese Frau mit den Töpfen herkommt. Weil von ihren Töpfen kann man da hochhüpfen. Die beschwert sich übrigens auch, dass ihre Töpfe so schwer sind. Finde ich sehr lustig, dass man dann noch auf diesen Rücken draufhüpfen kann. Was ich auch ziemlich cool finde, ist zum Beispiel, wenn man mit diesem Mädchen redet, was diesen Ball hat. Der Ball rollt weiter. Aber sie rennt ganz schnell wieder zu dem Ball hin. Das sind so Kleinigkeiten, die ich cool finde. Genau, aber wir haben noch 1700 Gold. Und ich möchte nicht aus der Stadt gehen, ehrlich gesagt. So, jetzt können wir uns nämlich noch Mana davon kaufen. Das ist schon mal schön. Jetzt haben wir noch 1000 Gold. Das ist schon besser. Ich glaube, man musste nur unten erst mit den Leuten geredet haben, dass man dann oben sich Mana kaufen durfte. Und jetzt steht uns nichts mehr im Weg, dass wir in die nächste Festung gehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal zum King Knight. Da unten haben wir den Spectre Knight. Aber Spectre Knight, das ist echt die grässlichste Stage. Aber die müssen wir sowieso machen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Da sind Schlösser. Also erstmal den King Knight machen. Dick in. Das ist so die Stage, die man als Preview gesehen hat. Also wer das Spiel schon kennt, die Stage solltet ihr kennen. Also wer schon aus Videos kennt, aus Vorstellungsvideos und so. Vor ein paar Monaten. Das war die Stage, die alle spielen durften. Also mitunter eine der ersten fertigen Stages. Vielleicht tue ich mich auch, ist es auch deswegen so eine einfache Stage. Man weiß es nicht. So, dich machen wir weg. Lavatöpfe kann man eigentlich recht einfach ausweichen. Sobald man es, solange man sich nicht zu doof ausstellt. Und da ist schon so der erste Angelspot übrigens. Aua. Hey, ich habe mich doof angestellt. Können wir Select drücken und den ausrüsten und dann mit oben und X einfach angeln. Und sobald unser Ritterchen Ausrufezeichen macht, dann müssen wir nach oben ziehen. So, das ist ein Goldfisch, der erhöht nur ein bisschen unseren Goldwert. Also nichts zu Grandioses. Aber es kann eben auch ein roter Fisch kommen und dann bin ich gespannt, was passiert, weil ich eben noch nie einen hatte. Und ja, das sind Ratten, die an einem Propeller hängen. Aber kein Problem. Die bringen wir auch noch zur Seite. Huch. So. Dann auf nach oben. Kann gut sein, dass ich ab und zu den Geheimgang übersehe. Aber den über mir zum Beispiel übersehe ich nicht. Na, mach mir dich lieber auch weg. Sonst nervst du nur gleich. Und meistens in blauen Truhen werde ich diesen Typen finden, der mir Zauber verkauft. So. Hüpfen wir mal auf die rum. Und auf dir. Ich weiß noch nicht wann, aber ich glaube, hier bekommt man den Feuerzauber. So, das ist der erste Checkpoint. Würde ich den jetzt zerstören, müsste ich die Stage wieder von vorne spielen. Also kann man kaputt machen, wie ihr seht. Ja, aber das lohnt sich. Ja, lohnt sich schon. Je nach Können. Das sind die nervigsten Gegner. Man muss einfach vor ihnen so einen Sprung antäuschen. Dann heben sie ihren Schild nach oben. Dann kann man sie auch angreifen. So meine Technik gegen die, wie ich die, weil sonst ging die mir zu sehr auf den Sack. Naja, da ist nichts sonst. So, den ignorieren wir und dich brauchen wir, um da hoch zu gelangen. Ist aber leider auch nur ein Schatz. Aber besser als nichts. So. Ja, ihr seht, den erste Techman-Kugel hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal spielen auch zerstört und ich habe jetzt nicht mal Schaden bekommen und hier war nicht mal eine Stelle, wo man sterben kann. Aber ich wollte es einfach nicht riskieren. Und hier weiß ich, dass ich noch ein paar Mal gestorben bin. Stacheln sind übrigens Instant-Kill. Mega Man lässt grüßen. Und man kann sich öfters Wege zu Geheimgängen und so weiter verbauen, wenn man falsch schaufelt. Ach ja, die Aufgabe habe ich übrigens gehasst. So, hier muss man sich einfach reinstellen und dann ganz lange warten. Und kommt dann in diesen wunderschönen Geheimraum.
wo man einfach oben lang gehen kann. Und, oh, eine blaue Kiste. Habe ich die schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Da ist wieder dieser nette Kühltypi drin. In the village or out in the field, I have all the deals. You're not gonna believe what I just found in this chest. Want to see? Yes. Und dann hat er den Feuerzauberstab für 1000 Gold im Angebot. Kann man sich kaufen und kann man benutzen, natürlich. Ja, doof, wenn man ihn nicht benutzen könnte. So, und dann können wir wieder zurück. Lustigerweise, beim ersten Mal habe ich es auch genauso geschafft. Aber beim Rückweg bin ich gestorben. Ja, bei dem einfacheren. Weil ich den Lavatopf einfach so schlecht getimt habe. Diesmal nicht. Das ist schon mal schön. Dann können wir wieder erfolgreich die Leiter hier hochklettern. Sollte auch der nächste Checkpoint schon kommen. Ich weiß nicht, was ich von den Checkpoints halten soll. Ich finde sie manchmal zu freundlich. Und manchmal nicht. Ach übrigens, hier steht auch immer die Mana-Kosten dabei, ne? 4 Mana kostet ein Schuss, also könnten wir zum Beispiel 10-mal einen Feuerball schießen. Da, so, einfach ganz simpel. Und so ein Trank füllt, weiß ich nicht, wie viel Mana auf. Zahlen weiß ich nicht genau. So, beim letzten Mal habe ich mir den Weg hier nach oben übrigens verbuddelt. Deswegen schauen wir doch mal, was hier ist. So, den Schuss habe ich einfach weggeschaufelt. Dann muss ich auch nicht ausweichen. Eine mächtige Schaufel für einen mächtigen Mann. Und da ist ein Geheimgang. Das sehe ich doch. Da unten war eh nur ein Ritter, also es ist nicht so tragisch. Da unten unter mir ist ein Checkpoint. Und da kommt wahrscheinlich dieser Greif, ne? Ja, genau. Den kann man sich dann schon mal hier so angucken. So. Gib mir all die Schätze. Ja, es steht echt gut um uns. Wenn man das Spiel so schon ein bisschen kennt, kann man es echt besser spielen. Ach ja, hinter diesen Laken ist auch manchmal was so versteckt. Finde ich ganz lieb. Da. 5 Gold. Sind reich. Ich weiß nicht, wo der Safe-Spot ist. Warte. Ah. Ja, ich glaube hier. Hey. Ja. Ah nein, der Vergiss nur genau, wenn du gegen ihn kämpfst, dass er öfters spuckt. Noch doof. Aber er verliert eh nicht Brathähnchen. Deswegen ist es kein Problem. Ich schlag die übrigens aus Gewohnheit. Nicht, weil ich sie privat kaputt gemacht habe, sondern einfach, weil ich alles schlage irgendwie. So, geh weg. Ich habe genug Probleme mit euch. Die kann man übrigens gut lenken, weil die bewegen sich ja immer in dem Rhythmus. Wenn man in der Sekunde halt immer springt, dann gehen die auch nach oben ein bisschen mehr. Da hat man nicht so ganz Probleme, dass sie irgendwie von unten angreifen könnten. So, danke. Du bist einfach weg. Da ist noch mein Apfel drin. Warum ich auch, von was ich auch immer jetzt hier Schaden bekommen hätte sollen. Aber gut. Ich hätte die Ratten nutzen können, um oben lang zu gehen. Da wäre bestimmt was gewesen. Ja, schade für mich. Da hätte ich auch hingekonnt, hätte ich die Gegner besser genutzt. Aua. Ach, der hat sogar noch einen Stachel am Schild, sehe ich gerade. Egal. Trotzdem einfach töten. So. Das passt alles. Die paar verlorenen Schätze können überleben die auch so. So. Ach, hier kommt dieses Element. Okay. Freue ich mich ja schon drauf. Zick. Hier ist, glaube ich, nicht mal was Schweres. Außer diese eine Flugratte. Ist ja echt nichts, was man irgendwie bedenken muss. Und das sind nur 5 Gold. Das macht gar nichts, wenn man die liegen lässt. Ganz ehrlich. In den 10 Gold werde ich jetzt nicht verzweifeln. Und später kommt bestimmt irgendwann eine Stelle, wo wir 10 Gold brauchen. Wenn man diese Bücher übrigens schlägt, tauchen hier so Plattformen auf. Aber erstmal muss hier geangelt werden. Erstmal angeln. Und Catch. Da ist er. Ich hatte es, jetzt wissen wir. Wait, don't eat me, Knight. The Trouble King commands me to share his bounty with you. All hail the Trouble King, the King of Fish and Food. Long may his stem grow. Inch of Boldness. Become invincible for 10 seconds. Great for those tough spots. Ah, okay, man kriegt da also wirklich einen fetten Boni. Gut, jetzt sind wir einfach. Können wir einfach für 10 Sekunden unverwundbar sein.
So, den Schatz holen wir uns noch. Zack, der kommt wieder rüber. Dann warten wir kurz. Und weiter. Wunderbar. Ich habe Schaden bekommen und wurde in der Sekunde geheilt. So. Hier wird nochmal mysteriöserweise alles aufgefüllt. Oh, 20 Gold hinter jedem von den Dingern. Krass. Nehmen wir mit. So. Ja, hier ist ganz sicher. So, dann schauen wir uns wieder hier hin. Zack, zack. Ganz gemütlich. Danke. Und hier sollte der Bosskampf kommen. Die Unverwundbarkeit heben wir uns für den zweiten Boss in der zweiten Festung auf. Der ist nämlich ein bisschen schwerer. Aber wir können unseren Zauberstab ein bisschen benutzen. An interloper in our midst. Begone from our throne room. Knife. Knife? Alter, da kommen hier so viele Worte, die ich nicht kenne. I'm no more an intruder than you. You aren't even a real king. Oh, but you are mistaken. The Enchantress saw me before my fabulously regal self and now all bow before me. You are not but a decayed dandy. Prepare to taste justice. Shovel justice. Silence! Okay. Der nette hüpfende Mann. Ich bin, glaube ich, bei ihm mit dem Bosskampf einfach nur mit der Schaufel auf ihn rumgehüpft und ich weiß nicht, was er für Angriff hat. Ihr könnt euch den ganzen Bosskampf so vorstellen beim letzten Mal. Kann sein, dass es nicht immer gelingt, aber ich sehe kein Problem darin, mit der Schaufel einfach auf ihn rumzuhüpfen. Oh nein, Konfetti. Ah, das macht sogar wirklich Schaden, beim letzten Mal hat es mich nicht mal getroffen. Oh, der ist fast tot, übrigens. Wollte ich anmerken. Feuerbälle! Und er ist besiegt. Da fällt seine Krone zu Boden. Und wir sind halb gestorben. Aber haben 5000 Gold. Heißt, wir können uns jetzt gleich nochmal vielleicht ein Hähnchen kaufen. War ganz gut. Ich glaube, ich bin sogar keinmal gestorben auf dem Weg zum Night King. Ist ja sogar ganz cool. So, das ist der nächste Morgen. Wir können wieder aufspringen. Kann auch lustig auf dem Baumstamm hin und her wackeln, habe ich jetzt nicht gezeigt. Aber im nächsten Part werde ich das dann zeigen. So. Erst haben wir besiegt. Hier kommt nochmal so eine kleine Bonus-Stage. Die machen wir auch noch. Sollte nicht allzu lang sein. Sind einfach nur so mit Gegnern gefüllt und ja, kann man sich nur ein bisschen Geld dazu verdienen. Aua. Mit Gegnern und Schätzen gefüllt eher. Noch? Wollte ich daran? Nein, wollte ich nicht. So, komm her. Ja, und so stirbt man ganz leicht, wenn sowas passiert. Aber heute nicht. Und der Pfeiler ist immer, dass das Level vorbei ist. Happy End. Ja, und hier kriegen wir meine Lieblingsfähigkeit, weil da unten drunter ist so eine Aufgabe, wo man ganz viel Geld bekommen kann. Wir gehen aber jetzt nochmal kurz ein bisschen Village chillen. Und er freut sich schon, weil wir Musik dabei haben. Yes, zwei Musik-Cheats, gleich 1000 Gold. So, Dankeschön. Die Texte werde ich nicht jedes Mal lesen, weil das so oft kommt. Du da. Ich möchte ein Meal-Ticket kaufen. Ja, danke. 2500 haben wir immer noch. Ja, ich möchte ein leckeres Essen haben. Dankeschön. Noch ein Steak, noch ein Leben mehr. Der verkauft übrigens nicht unendlich von den Tickets. Aber man kann ja schauen, dass man sich ein bisschen hochpusht. So, 2800 für das nächste Mal Mana. Gibt uns auch noch ein bisschen was. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, gerade nichts. Du hast nichts zu verkaufen. Du könntest höchstens noch so einen verkaufen, aber da habe ich nicht genug Geld. Und du hast noch diese Chaoskugel. Okay.
Wunderbar. Ach ja, doch. Da oben ist noch ein Musiksheet. Den werde ich jetzt nicht abgeben, aber ist gut, dass man sich das merken kann. So. Ja, haben wir alles gemacht. Haben den Königsritter besiegt. Haben die Gerechtigkeit zumindest für einen Teil zurückgebracht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Spectre Knight bekämpfen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, ihr werdet den nächsten Part auch noch angucken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Oder eher gesagt, bis dann, euer Zimbelrittermann.